So, willkommen zu den Statistikaufgaben. Wir sind heute bei Aufgabe 16. Hier geht es im Großen und Ganzen um Zeitreihen mit multiplikativer Verknüpfung. Und ja, dazu schauen wir uns mal die Aufgabe an. Also, Aufgabe 16.1, Sorglos Reisen. Das Reisebüro Sorglos Reisen steht nicht zuletzt wegen der massiven rückläufigen Buchungszahlen vor der Insolvenz. Die Anzahl der Buchungen YTHyper sind hierfür die letzten 3 Jahre aufgetragen. Mit einer bedingten zeitreihengestützten Prognose ist abschätzen, wie sich die Buchungszahl zukünftig entwickeln könnten. Hierzu ist die Zeitreihe in ihre Komponenten zu zerlegen. Für die glatte Komponente wurde bereits eine lineare Regressionsfunktion ermittelt. Woran kann man erkennen, woran kann man am Verlauf der Zeitreihe erkennen, dass ihre Komponenten multiplikativ verknüpft sind? Das geht relativ einfach, während wir bei der additiven Verknüpfung, bei den saisonalen Ausschwankungen halt ungefähr um die gleiche Amplitude handelt, ist es bei der multiplikativen eher nicht so. Aber wir können hier sehen, es geht erst von 900 auf 300, dann zurück auf 600, runter auf 200, also nur 100 weniger. Also man merkt, die Zacken werden halt immer geringer und die Ausschlagamplitude der saisonalen Komponente verändert sich halt. Und das ist ein ganz starkes Anzeichen dafür, dass wir es hier mit einer multiplikativen Verbindung zu tun haben. Also im zweiten Halbjahr sind die Buchungszahlen nicht um einen festen Betrag kleiner als im ersten Halbjahr, sondern um einen bestimmten Prozentsatz. Könnte man sich noch dazu merken. Gut, damit wäre das geklärt. B. Extrahieren Sie die saisonale Komponente SJ mit dem Phasendurchschnittsverfahren. Wie ist der Zahlenwert S1 ist gleich 1,58 zu verstehen? Hier schon mal gleich zu Anfang gesagt, hier wurde mit ungerundeten Werten gerechnet, deswegen kommt man auf 1,58. Wir werden auf einen kleinen bisschen abweichenden Wert halt kommen. Aber vermutlich wurde hier mit einer Excel-Tabelle gearbeitet und die gesamten Werte halt durchgejagt, ohne zu runden. Wir kommen auf ein klein bisschen anderes Ergebnis. Das schon mal vorneweg. Kommen wir erstmal zur Theorie, bevor wir hier groß anfangen zu rechnen. Also, wir haben es jetzt hier mit multiplikativer Verknüpfung zu tun. Also YT besteht aus der glatten Komponente mal der saisonalen Komponente mal der Restkomponente. Gut, damit wir wie gefolgt das mit dem Phasendurchschnitt bestimmen können und dann halt wiederum unsere S dann bestimmen können, müssen wir am Anfang jetzt eine lineare Transformation halt durchführen mit dem Logarithmus, also ln. Daraus wird dann ln yt ist gleich ln gt plus ln Klammern st plus ln ut. Also im Grunde genau das, was wir auch bei der multiplikativen Verknüpfung haben, kommt jetzt. Nur dass wir vorher halt diese Malverknüpfung halt aufbrechen mit dem ln, um eine additive Verbindung halt herzubekommen. Dazu nochmal ganz kurz was zu Logarithmengesetzen. Also ln
sage ich mal, G mal S T. Nur als Beispiel ist halt, wie schon gesagt, wird halt, kann man halt als Plusverbindung schreiben, denn ln gt durch st, daraus wird halt gerade eine Minusverbindung, also dann würde dort stehen gt ln gt minus ln st. Nur damit man nochmal die Gesetze ein bisschen im Kopf hat, wenn nicht, einfach mal in den Matheordner wieder schauen. Weil die mathematischen Gesetze bleiben uns leider hier nicht verspart. Oder erspart. So. Gut, und als erstes, wir haben ja wieder so eine Reihenfolge, müssen wir natürlich wieder die glatte Komponente bestimmen. Also, zeichnen wir es wieder mal auf. Also, erste, die glatte Komponente. Also, als erstes müssen wir hier ln von y t bestimmen. Und dann und ln von gt. Die glatte Komponente berechnen wir ja schon mit der Regressionsfunktion, die wir dafür haben. Als zweites kommt dann, dass wir die Differenz zwischen ln y t minus ln gt bilden. Als drittes bilden wir ja den logarithmischen Phasendurchschnitt, quasi ln in Klammern s tilde. Und das wäre dann natürlich 1 durch p, also der Periode, die Anzahl der Jahre, mal der Summe i gleich 1 mal p und dann aller s tilde 1. Gut. Also aller in Klammern also y i 1 minus g i 1. Gut, dann haben wir unseren Phasendurchschnitt gebildet. Jetzt bestimmen wir in Schritt 4 unseren Mittelwert der logarithmischen Phasendurchschnitte. Also C bestimmen, Mittelwert der Phasendurchschnitte. Also dazu werden halt alle Phasendurchschnitte halt aufsummiert und durch 1 durch Tau geteilt. Also 1 durch Tau der Summe i gleich 1 bis Tau und von allen logarithmischen logarithmischen Phasendurchschnitten. So. Gut, dann werden wir halt als denn darauf kommendes in Schritt 5 ln s bilden. Also Schritt 5, der ln unser Saisonkomponente und die ergibt sich dann aus ln s tilde j
minus dem Mittelwert unserer Phasendurchschnitte. Und damit wir dann auch wirklich auf unsere Saisonkomponente kommen, also in Schritt 6, werden wir halt E ziehen, damit wir den Logarithmus halt wieder wegbekommen. Also wir resubstituieren quasi. Okay. Dann wollen wir das jetzt alles gleich mal machen. Das ist jetzt auch nicht allzu schwer. Ich habe dafür eine Tabelle halt wieder vorbereitet. Na gut, dann müssen wir halt so vorlieb nehmen. Oder? Na, wir können ja hier mit den Werten halt anfangen. Den letzten Wert zeige ich dann nochmal auf. Gut. Also was haben wir hier wieder? Unsere Anzahl der Werte. T. Dann haben wir hier Q, das jeweilige Quartal und unseren Zeitreihenwert. So, die erste, also wir haben ja eine Regressionsfunktion, zeigen wir hier nochmal auf, von GT 800 mal E hoch minus T durch 4. Und wenn wir das jetzt für 1 halt bilden würden, wäre das 800 mal E hoch minus 1, also T den Wert, also 800 mal E hoch minus 1 Viertel. Und da würden wir halt auf folgende Werte halt kommen. Also da würden wir für GT für den ersten Wert für G bekommen. 623 0406. Dann für den zweiten Wert 485,2245. Dann für den dritten Wert würden wir, das ist jetzt gerade, ich muss das gleich nochmal kurz ein bisschen umschreiben, weil, so, nochmal, also für den ersten Wert hatten wir 623,0406. Das ist alles ein bisschen sehr knapp bemessen. Geht ja auch mehr um die Theorie, die dort hinter steckt. Also 485,2245. Dann haben wir als dritten Wert 377,8932,8932. Als vierten Wert haben wir 294,3036. Dann haben wir als fünften Wert 229,2038. Und als letztens Wert für GT 178,5041. So, jetzt ziehen wir für
diese Werte hier jeweils den Logarithmus. Also ln von 830 ist dann 6,7214 von der ln von 300 ist dann 5,7038. Der ln von 620 ist 64297. 6,4297. Dann der Logarithmus von 170 oder der ln von 170 ist halt 5,1358. Und der Logarithmus von 320 ist 5,7638 und dann noch 4,6052. Gut, jetzt bilden wir noch den Logarithmus von unserer glatten Komponente. Also dann kommen wir hier auf 6,4346. Dann auf 6,1846. Dann auf 5,9349346. 5,9346, dann 5,6846. Dann haben wir noch 5,4346. Als letzten Wert 5,1846. 5,1846. Gut, bis hierhin haben wir halt Schritt 1 quasi durchgeführt, was jetzt auch relativ der längste Schritt war. Das ist hier wiederum schon Schritt 2. Und da müssen wir halt ln y minus ln g halt rechnen. Und dann kommen wir hier auf die Werte 0,28808. Dann kommen wir hier auf minus 0,4951. Dann kommen wir bei 3 auf 0,4951. Also 0,4951. Dann wieder auf Minuswert. Hier ist 0,5488. 0,5488 plus 0,3337. 0,3337 und der letzte Wert 0,5794 minus 0,5794. Gut, damit wäre Schritt 2 halt auch abgeschlossen.
Jetzt kommen wir zu Schritt 3. Also unsere LNS-Tilde, also unser unser logarithmischer Phasendurchschnitt halt bin. Schritt 3. Also da kommen wir auf, wir haben ja zwei Quartale, also zwei Saisonkomponenten, bestehend aber aus drei Werte, weil wir drei Jahre haben. Und dann haben wir halt LNS Tilde 1 ist gleich 1 durch P, also die Zahl der Jahre. Perioden, das ist halt die Anzahl der Jahre. Und dann halt unsere drei Werte, die jeweils bei Quartal bei 1 halt stehen, von den YI, also von dem Y-GI, die jeweils im Quartal einstehen. Da hätten wir dann 0,2808 plus 0,4951 und plus 0,337. Und dann kommen wir halt auf einen Wert von 0,3719. Und dann haben wir noch den den zweiten Wert, LNS Tilde 2. Natürlich dann auch wieder 1 durch die Jahre. Und dann die Werte, die bei Quartal 2 halt jeweils vorstehen. Also minus 0,495 minus 0,545488 und minus 0,337. Nee, minus 0,5794. Mensch. Minus 0,5974. Klammer zu. Und da kommen wir halt auf einen Wert von minus 0,53635. Sieht nicht ganz so aus wie eine 5, könnte man auch schwer bei mir für eine 3 halten. Deswegen nochmal 0,5363. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Also, jetzt kommen wir zu Schritt 4. Wir bilden halt den Mittelwert der logarithmischen Phasendurchschnitte. Also, damit ergibt sich C, nenne ich das mal hier. Wir sind hier bei Schritt 4. C ist gleich 1 durch Tau, also unsere Periode der Summe aller S-Tilde, und hier wäre das natürlich 0,3719 plus minus 0,5363. Und da kommt man dann auf minus 0,0822. Wenn
wenn man das Ganze halbiert. Und jetzt kommt Schritt 5. Also da ziehen wir halt, da bilden wir halt unsere logarithmische Saisonkomponente. Ln S1 ist halt bestehend aus Ln S tilde 1 minus C. Da kommen wir halt auf 0,3719 minus 0,0822. Dieses Minus hier vorne wird dann zu Plus aufgepasst. Und dann kommen wir auf Ln S1 ist gleich 0,4541. Und das Ganze jetzt für Ln2. Ln2 also LnS2 ist gleich, na, LnS tilde 2 minus C, das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Also den Wert minus 0,5363 minus und minus ergibt plus, also plus 0,0822 und dann kommen wir auf einen Wert auf minus 0,4541 und das ist schon mal die erste Probe für uns, weil die logarithmischen Saisonkomponenten müssen in der Summe halt 0 ergeben, also ist hier 0,4541. Wenn wir halt richtig gerechnet haben, muss hier unten halt genau dasselbe mit negativen Vorzeichen stehen. Das tut es, wir haben offenbar richtig gerechnet. So, jetzt kommen wir halt zur Schritt 6. Jetzt geht es halt wiederum um die Rücktransformation, damit wir, also wir müssen E halt ziehen, damit wir SJ bekommen. Also SJ ist ja gleich E hoch Ln SJ und da kommen wir dann halt auf Werte von S1 ist gleich E hoch E hoch Ln S1 und das ist ja nichts weiter als E hoch 0,4541 und wenn man das in den Taschenrechner eingibt, kommt man auf 1,5743. Und für S2 kommt man auf E hoch Ln S2 und das ist gleich E hoch natürlich dann minus 0,4541 und das ergibt 0,6351. Hier haben wir übrigens noch eine zweite Probe. Das Produkt dieser beiden, also 1,5743 mal 0,6351, muss 1 ergeben. Oder ganz nah dran sein, weil wir rechnen ja hier mit gerundeten Werten. Deswegen wird das bei uns nicht exakt 1 sein, aber wir werden halt irgendwas mit 0,99 rausbekommen und dann passt das auch. Gut, jetzt sollten wir ja noch interpretieren, was die 1,58, also
bei ungerundeten Werten, mit gerundeten Werten kommt man halt auf 1,5743 herausbekommt. Im Mittel beträgt die Buchungszahl im ersten Halbjahr 158% dessen, was aufgrund der glatten Komponente zu erwarten gewesen wäre. Im zweiten Halbjahr nur 63%. Gut, das war's zur Aufgabe A und B. Und Aufgabe C, D werde ich dann im nächsten Video machen.